Hallo und herzlich willkommen auf dem PTU der Alpha 3.13. Falls meine Stimme noch ein bisschen komisch klingt, nicht wundern, es ist noch relativ früh am Morgen und deswegen könnte es ein bisschen tiefer sein als sonst, aber lasst euch davon nicht stören, das gibt sich im Laufe der Zeit. Ja, der 13-Patch kam ja dann nun doch noch, ich habe es euch ja sozusagen zwinker-zwinker-mäßig noch angekündigt, aber nicht ganz so früh, wie ich gehofft hatte. Insofern habe ich dann auch nicht mehr 1 Uhr morgens einen Stream angeschmissen. Ich würde das dann heute machen. Also ganz kurz zum Video hier. Na, kommen Sie rein. Ich zeige euch jetzt hier erstmal das Docking. Ja, ich mache es erstmal YouTube-mäßig die Let's Show-Folgen, so wie ihr das auch kennt. Das heißt erstmal, jetzt kommt Docking, dann kommen noch ein paar andere einzelne Features und so weiter. Und wir werden heute dann auf Twitch gemeinsam uns ein bisschen was angucken im Stream. Das heißt, wir fangen heute auch eher an. Nicht 19 Uhr, sondern um 15 Uhr. Da haben wir schön Zeit, von 15 bis 22 Uhr oder auch von mir so ein bisschen länger. Ist ja Samstag, nee Quatsch, Freitag. Und können uns mit ein paar Sachen reinziehen, die ihr sehen wollt, die ich sehen will und ein bisschen rumprobieren und machen und so weiter und so fort. Genau. Twitch-Channel ist verlinkt, in den Kommentaren angepinnt. Einfach Follow da lassen und dann 15 Uhr geht's los. So, und bis dahin fülle ich jetzt hier ein bisschen die Let's Show-Folgen auf und zeige euch ein paar jeweils einzelne rausgesuchte Features, wie jetzt hier das Docking. Bevor wir aber zum Docking kommen, will ich mal ganz kurz schauen, was wir haben. Wir haben 15 Millionchen Tacken, wir haben das gleiche UI im Mobiglas, wir haben neu den Delphi hier unten, das ist der Fraktionsmanager. Zu dem kommen wir später nochmal. Aber wir können mal ganz kurz hier reingucken. Da sieht es noch ziemlich leer aus. Aber das ist auf jeden Fall die neue Fraktionsmanager-App. Genau, das haben wir. Ich schau mal ganz kurz, was wir hier für Raumschiffe haben, dass ihr so eine kleine Vorstellung davon habt. Das ist, weiß nicht, Grinrock DS. Müssen wir dann mal schauen, was ist. Titan Renegade Eclipse. Also ich habe quasi alle meine Schiffe, die ich auch so habe. PTV, Greycat Rock, Tumbril Cycling MT, das neue Fahrzeug ist auch mit dabei. Wir haben eine Constellation extra bekommen, um das Docking zu testen. Das machen wir auch gleich mit beiden, oder? Mal gucken, mit welcher Version. Ja, schauen wir mal, ne? Was wir hier so am Start haben. Genau. Und ich würde sagen, ich cutte mal kurz an der Stelle und dann sehen wir uns gleich wieder mit der Constellation und dem Docking. Übrigens, ich es vergesse, die meisten wissen das, ich sag's auch nochmal dazu, der PTU ist jetzt offen für Wave 1. Das heißt, alle, die Concierge sind, alle Subscriber oder fast alle Subscriber, da gibt's manchmal ein paar Unterschiede, und Content Creator. Also wenn ihr unbedingt auf dem PTU wollt, jetzt, dann müsst ihr subscriben oder eben Concierge sein. Dann kriege ich den Zugang, kann ein bisschen dauern, mal ein Stündchen oder so, aber dann sollte es kein Problem sein. Ansonsten, wenn ihr das nicht machen wollt, dann müsst ihr noch ein bisschen warten, bis der PTU für weitere Gruppen geöffnet wird, also auch für alle normalen Bäcker. So, das erste, was jetzt immer neu ist beim Docking, bei der Constellation insbesondere, ist, dass die Merlin, wie ihr hier seht, gleich mitspawnt. Das heißt, die ist als extra Schiff ausgewiesen beim Spawn-Vorgang und sollte auch eigentlich über das Schiffsmenü, also hier rüber, über den Schiffs-Equipment-Manager, aktiviert und deaktiviert werden können. Allerdings fehlt hier, ich zeig's euch mal ganz kurz, beispielhaft bei der Andromeda, fehlt hier leider die Option dafür. Ne, ist noch nichts vorhanden, ich habe schon mal durchgeguckt, könnt ihr also noch nicht quasi ja weglassen. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, wer will das schon, man will ja eigentlich immer die Merlin hinten dran haben. So, jetzt gehen wir mal rein, fliegen raus und schauen gleich mal, wie das Docking funktioniert. Dazu muss ich natürlich aber in den Weltraum fliegen. Gut, ich könnte es auch in der Luft machen, aber ich mache es lieber erstmal auf Nummer sicher im Weltraum. So, und da sind wir auch im Weltraum über Hurston. Genau. Ich steig mal aus, denn in der Folge soll es ja erstmal nur um das neue Docking gehen. Ich bin extrem gespannt. Ich habe es noch gar nicht probiert. Ihr wisst ja, die letzten Show-Folgen sind keine Geist, sondern es sind quasi First Looks gewissermaßen von neuen Features, neuen Mechaniken und ähnlichem. So, und natürlich würde ich erstmal sagen, wir docken vom Schiff ab, ne? Wenn die Merlin schon da hinten rumklebt, hinten am Arsch, dann können wir das auch mal direkt zuerst machen. Und ich möchte übrigens mal anmerken, dass der PTU bis jetzt ganz sauber läuft. Also recht gute Performance, recht angenehme FPS, pipapo. Also, wenn ihr könnt, kommt ruhig drauf. Okay, also da ist die Merlin und hier kann ich jetzt einfach einsteigen. Enterpilot sieht, mach ich mal. Bin gespannt. So. Das kann ich hier wahrscheinlich auch anmachen.
Warte mal, Flight Ready. So. Dann müssen wir einmal ganz kurz was schauen, nämlich in den Keybindings. Wir müssen mal gucken, wo jetzt das Docking hier untergebracht ist. Vermutlich ist es beim Landing mit dabei, also bei Flight Movement. Landing System, Autoland, hier. Dock Toggle View, das haben wir hier mit dabei. Da kann man also mit der Null-Taste kann man die Ansicht wechseln beim Docking. Gut, ansonsten ist es wahrscheinlich einfach ein bisschen mit dabei, ne? Beim Landing, na wobei, wo haben wir es denn? Soll ich es mal mit Landing probieren? Hier steht es nicht, aber ist es auch alphabetisch? Eigentlich ist es nie alphabetisch. Egal, ich drücke mal auf N. Tatsache. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Okay, also wir sind quasi abgedockt durch kurzes Drücken der N-Taste. Sind wir rausgekickt worden so ein Stückchen und können jetzt hier frei selber fliegen. Ja, sehr, sehr geil. Reibungslos, so muss es sein. So, jetzt ist die große Frage. Wenn ich jetzt N drücke, ja, dann kommt er halt in den Landing-Modus rein. Das heißt, wir können... das ist natürlich gut gemacht. Das heißt, er erkennt automatisch, ob wir angedockt sind oder nicht. Und dann können wir direkt bei der N-Taste sozusagen uns abdocken. Wenn wir aber nicht angedockt sind, dann ist das N sozusagen wieder die normale Landefunktion. Wenn ich es gedrückt halte, ja, dann käme wahrscheinlich irgendwann der Autoland. Gut. Gut, dann wollen wir jetzt erstmal eine Runde andocken. Wie geht das? Nun, ich muss mein Schiff ins Target nehmen. Das heißt also, ihr müsst euch hier, warte, ich zeige es euch mal ganz kurz, dass ihr das dann auch wisst. Ihr müsst im Targeting-Bereich, da Flight Targeting, müsst ihr euch belegen. Nee, halt, hier war es gar nicht. Im Flight Targeting, Target Cycling. Da muss es sein. Genau, hier gibt es nämlich das Cycle Friendlies. Zum Beispiel hier, ne? Cycle Lock Friendlies Forward könnt ihr nehmen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was ihr hier benutzen könnt, um das freundliche Target anzuvisieren, quasi ins Target zu nehmen. In dem Fall ist es jetzt die Taste Nummer 6. Mache ich mal. Und dann habe ich die Constellation hier im Target. Und dann ist es eigentlich relativ simpel, weil es meine eine Constellation ist. Ich drücke einfach auf die N-Taste, wie beim Landen. Und dann fliege ich sanft ran. Werde gleich sehen. Es kann sein, dass ich das nochmal drücken muss. Ja. Ah, und dann kommt mein UI. Und da muss ich nur ranfliegen. Ihr seht diese grünen Punkte, die müssen alle übereinstimmend sein. Erstmal, das ist das Wichtigste. Ist ein bisschen fummelig hier. So, und dann kommt dieses lustige Viereck. So, und das sollte eigentlich hier übereinstimmen. Irgendwie tut es nicht. Wahrscheinlich muss ich das erstmal nach oben fliegen. Das mache ich einfach mal. Ja, dann passt es auch. Und dann sollte er sich, wenn wir es nicht zu harsch machen wie ich gerade, sollte er sich da eigentlich relativ einfach reinfuchsen. Weil ich muss halt mit den grünen Punkten hier mal ein bisschen rumfummeln gerade. Das ist gar nicht so easy. So. Ja, klappt das? Macht das? Oder nicht? Das ist die große Frage. Na, er stößt mich noch ab. Also sie haben da eine Funktion drin, dass es hier nicht zu irgendwelchen Schäden kommt. Okay. Klappt immer noch nicht. Ich kann aber auch einfach die N-Taste gedrückt halten und dann macht das automatisch. Und ich glaube, das ist die bevorzugte Version hier in dem Fall. Aber es geht beides. Ich bin nur zu blöd gerade und es ist noch zu früh und vielleicht ist es auch noch ein bisschen glitchy, kann sein. Er stößt aber, das ist das Gute, er stößt dich ab. Das heißt, du hast nicht das Problem, dass du dein Schiff zerrammelst. Bevor es dazu kommt, greift quasi eine Art kurzer Autopilot ein, der die SDRG-Taste drückt und wusch, bist du unten. Wir machen es nochmal, dass ihr es nochmal kurz gesehen habt. Achso, übrigens, ich kann es ja aussteigen, ne? Kann ich hier einfach raus. Ne, super Sache. Ne? Wunderbar. Aber wie gesagt, ich will es gerne nochmal machen. Nochmal einen Anflug kurz probieren. Also, ins Schiff rein. Huch. Dann einfach die N-Taste drücken, wie beim Fahrwerk. Und dann werde ich ausgestoßen. Huch. Uah. Entschuldigung. Liebe Constellation, nicht böse sein. So. Und dann nehmen wir sie wieder neu ins Target mit R6. Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen näher ran. So. Drücken jetzt die N-Taste. Ihr seht, ne? Da kommt das eigentlich sofort, wenn man nah genug dran ist, finde ich. Einfach nochmal ranfliegen und nochmal probieren. So, jetzt will ich nochmal versuchen, manuell zu landen. Das würde mich sehr freuen. Mal schauen, ob er mich lässt.
So. Das sieht doch schon mal ganz sauber aus jetzt hier. Muss noch ein bisschen... Ja, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Ich muss noch ein bisschen näher ran. Also diese Vierecke müssen übereinander liegen. Das Rote und meins. Ja, das sieht schon ziemlich gut aus hier tatsächlich. Ah, okay. Aber eigentlich sah das gar nicht mal so schlecht aus, fand ich. Ich muss man es einfach ein bisschen einüben. Ist es halt die Frage, wie fummelig man es haben möchte in einer Alpha. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten sagen werden, nach ein paar Versuchen, ich mache den Autodocking-Vorgang. Er stößt mich immer wieder ab. Huch. Ja. Also, ich glaube, Autodocking ist die angenehmere Version. Aber probiert es einfach aus. Ihr habt es gesehen, wie es geht. Es ist sehr einfach. Es ist kein großes Thema. Und ist eine coole Erweiterung für die Constellation. Es gilt für die Constellation Andromeda, für die Constellation Aquila und für die Constellation Phoenix. Wobei wir bei der Phoenix hier nicht die Merlin, sondern die Archimedes haben. Aber das sind eh dieselben Schiffe. Sehen nur ein bisschen anders aus, ein bisschen anders bewaffnet. Kein wirklicher Unterschied. So. Und damit hätten wir schon das Docking hier im ersten Video einmal angeguckt. Das Schiff-zu-Station-Docking übrigens ist noch nicht Inhalt des Patches. Das wird nachgeliefert, ich weiß nicht wann, 3.13.1 oder sowas in der Richtung wird es wohl werden. Wir werden es noch mal im Stream noch häufiger sehen, wir werden generell noch viele Sachen häufiger sehen. Also lasst gerne ein Abo auf den Channel da, wenn euch der Content gefällt und wenn ihr euch rund um Star Citizen immer informieren wollt. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, würde sagen, bis zum nächsten Video oder bis zum Stream. Macht's gut und 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?